Füglefertiger beim größten Autobahnprojekt der Türkei. Der Autobahnneubau zwischen der südöstlich von Istanbul gelegenen Industriestadt Gebze und der ägäischen Metropole Izmir ist das größte Fernstraßenprojekt in der Geschichte der Türkei. Inklusive Zubringer umfasst die neue Verkehrsader 427 Kilometer. Für 150 Kilometer davon erhielt das türkische Bauunternehmen Eni Energy Inşaat den Zuschlag. Beim ersten Bauabschnitt auf der Autobahn U33 waren die zwei Vögeler Highway-Class-Fertiger vom Typ Super 2100-3 wirklich gefordert. Der Zeitrahmen war eng gesteckt. Die Baumaßnahme lief im Dreischichtbetrieb. Für die Raupenfertiger bedeutete das Dauereinsatz. Eingebaut wurde in einer Arbeitsbreite von 8 Metern, jeweils heiß an heiß. Zwölf Zentimeter Tragschicht, 11 Zentimeter Binderschicht und 4 Zentimeter Deckschicht. Auf einem 26 Kilometer Abschnitt mit zwei Richtungsfahrbahnen und einem 7 Kilometer langen Zubringer wurden 670.000 Tonnen Mischgüter verarbeitet. Das entspricht rund 27.000 Lkw-Ladungen. Eine Baumaßnahme diesen Ausmaßes kann nur gelingen, wenn Maschinen und Technik robust und zuverlässig funktionieren und eine reibungslose Materialanlieferung gesichert ist. Hier spielt das innovative Ampelsystem PaveDog Assistant eine maßgebliche Rolle. Es vereinfacht und standardisiert den Kommunikationsprozess zwischen Fertiger und Lkw-Fahrer bei den Beschickungsvorgängen. Der Fertiger verfügt über zwei Signalampeln rechts und links am Dach, über die der Bediener unmissverständlich anzeigen kann, welche Aktionen der Lkw-Fahrer durchführen soll. Zum Beispiel andocken, stoppen, Mulde heben und senken sowie wegfahren. Dieses System unterstützt eine zügige Mischgutübergabe. Das Vögele-Förderkonzept sichert den kontinuierlichen Materialfluss während der Einbaumaßnahme. Dank des großen Aufnahmebehälters und der leistungsstarken hydraulischen Einzelantriebe von Kratzerbändern und Verteilerschnecken können theoretisch bis zu 1100 Tonnen Mischgut pro Stunde befördert werden. Neben dem professionellen Materialmanagement prädestiniert natürlich auch das Antriebskonzept diesen Fertiger für derartige Groß- und Dauereinsätze. Die treibende Kraft beim Super 2100-3 ist ein leistungsstarker Sechszylindermotor von Cummins mit 179 kW. Ein intelligentes Motormanagement inklusive Eco-Stufe und das Vögele Eco Plus Emissionsreduktionspaket sorgen für geringen Kraftstoffverbrauch und geräuscharmen Betrieb. Der großdimensionierte Mehrfeldkühler hält auch in herausfordernden Klimaregionen die Temperaturen von Ladeluft, Kühlflüssigkeit des Motors und des Hydrauliköls durchgehend im optimalen Bereich. Die heißen Sommermonate in der Türkei waren somit kein Problem für die beiden Highway-Class-Fertiger Super 2100-3 von Eni, die den Belag beständig und in höchster Qualität eingebaut haben. Ausgerüstet waren sie jeweils mit einer Ausziehbohle AB600 TV mit Tamper und Vibration. Diese Bohle hat eine Grundbreite von 3 Metern und lässt sich mit Hilfe der robusten Einrohr-Teleskopführung stufenlos bis auf 6 Meter verbreitern. So können sogar Bahnen bis 9,50 Meter nahtlos eingebaut werden. Eine perfekte Lösung für diesen Einsatz auf der U33.
Den sicheren und reibungslosen Ablauf bei Großprojekten unterstützt das Ergo Plus 3 Bedienkonzept. Die Bedienplattform mit viel Stauraum bietet dem Fahrer einen professionellen Arbeitsplatz mit guter Sicht auf alle Bauprozesse. Dabei können die beiden Fahrersitze und die Bedienkonsole über den Plattformrand ausgeschwenkt werden. Für ein entspanntes Arbeiten lassen sich Sitze und Fahrerpult ergonomisch auf jeden Bediener einstellen. Leistungsstärke und Zuverlässigkeit, selbst bei extremer Beanspruchung. Bediensicherheit und Komfort in jeder Situation. Dazu ein perfektes Einbauergebnis. Mit diesen Qualitätsmerkmalen punkten Vögele-Fertiger immer wieder und überall auf der Welt. So auch hier beim größten Straßenbauprojekt in der Türkei.